Also gut, also was ich jetzt heute besprechen will, ist einfach das Prinzip, wie man das iMake-Gerät einsetzen kann und soll und was das überhaupt tut. Weil es gibt natürlich viele Fragen und viele, wie sagt man denn da, einfach, ja, was tun? Also wie das mit der Energiemedizin funktioniert, ist es so ähnlich wie mit der Homöopathie? No? Also es ist nicht so, dass man einmal, obwohl manchmal ab und zu funktioniert es auch, ne? Damit man tut eine Behandlung machen oder ein homöopathisches Mittel einmal einnehmen und alles ist verschwunden wie ein Wunder sozusagen. Aber wenn es sich so um mehr chronische Sachen handelt, dann braucht es einfach viele, viele Behandlungen. Man kann irgendwie die Dosis nicht erhöhen, so wie in der Pharmazeutika, sondern man muss einfach die Frequenz der Behandlungen erhöhen. Ne? Und somit wird sich auch der Effekt erhöhen. Okay, naja. Also das elektromagnetische Spektrum ist die energetische Basis des Universums. In anderen Worten, alles, was sich so um uns abspielt, ist auf Frequenzen aufgebaut. Alles. Und wenn Sie sich das mal so ein bisschen angucken, also unser Sonnensystem zum Beispiel sieht ungefähr genauso aus wie ein Atom. Gell? In der Mitte ist ein Nukleus, das wäre die Sonne, und drumherum sind so diese Satelliten, hätte ich fast gesagt. Also diese Sachen, die halt um den Kern rumschwingen. Also das Zentrum hat die Masse, die physische Masse. Und der Rest ist im Prinzip nur Energie. Also jedes Objekt, jede Substanz, einfach alles strahlt aus, reflektiert und absorbiert auf unverwechselbare Art und Weise gewisse Frequenzen. Ja? Das gibt uns, dem Beobachter, eine Möglichkeit, verschiedene Details zu bestimmen. Zum Beispiel die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung, die Temperatur des Objektes, die Dichte, das Alter, die Bewegungsrichtung, Geschwindigkeit, chemische und physikalische Eigenschaften. Kurz die Identität des Objektes. Ne? Und das ist jetzt ein bisschen kosmisch ausgedrückt, aber dann im Kleinen, im Körper und in den Zellen und den ganzen Molekülen im Körper ist es dasselbe Prinzip. Ja, übrigens, wenn Sie eine gewisse Frage zum Thema, wo wir gerade dabei sind, haben, dann bitte einfach kurz was sagen und dann, okay. Ansonsten Fragen zum allgemeinen Themen persönlich, das können wir ja am Ende dann kurz machen. Okay, also es dreht sich alles um die Energie und die Elektronen spielen damit dabei eine besondere Rolle, ne? Weil sich die Elektronen so extrem schnell bewegen, ungefähr per Lichtgeschwindigkeit, sieht man sie als Energieträger zwischen Energie und Masse. Also der Albert Einstein, der entwickelte seine Funktion, Energie ist gleich Masse mal das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Es ist also die Geschwindigkeit, die Energie so in die Höhe treibt. Ne? Die Masse kann ja relativ klein sein, aber das Quadrat von der Lichtgeschwindigkeit macht die Energie dann trotzdem relativ groß. Man sieht es vor allem in der Atomenergie, ne? Wenn so ein Atomkern in pure Energie umgesetzt werden. Es ist also beeindruckend, wie viel Energie sich da freisetzt. Okay, wegen seiner Arbeit und die Arbeit anderer Wissenschaftler, natürlich, betrachten wir Elektronen hauptsächlich als Einheiten von Energie oder Quanten, negative Energie. Also das iMake-Gerät ist ja auch ein Quantum-Biofeedback-Instrument. Also es handelt es. Es erforscht und handelt auf beeinflusst energetische Vorgänge, nicht so sehr physische Vorgänge. Ne, also ein Molekül hier, das Einzige, was Masse hat und irgendwie konstant ist, sind die Protonen und die Neutronen, hauptsächlich die Protonen.
die haben einen positiven energetischen Status. Die Elektronen sind negativ, aber die haben im Prinzip gar keine physische Präsentation oder Repräsentation, sondern es sind wirklich nur energetische Bestandteile. Okay, deswegen sind die auch nicht nur diesem Kern hier angeschlossen oder angewiesen, sondern okay, also wenn Sie nichts was sagen wollen, tun Sie einfach mal das Mikrofon abstellen. Und ja, damit es das Feedback nicht so gibt. Okay, ich habe mal gerade noch schnell ein paar Mikrofone abgestellt. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Und die Elektronen, die haben, spielen natürlich eine starke Rolle in diesem ganzen energetischen, in den ganzen energetischen Vorgängen. Okay, also insofern betreten wir das Gebiet der Bioenergetik, okay? Wenn man wirklich rausfinden will, was, also wenn physisch was los ist, ne, physikalisch, also ein Tumor oder ein gebrochener Knochen oder weiß was, dann ist ja die Schulmedizin ganz gut da drauf, das zu finden und da was zu machen. Also das zu entfernen oder wie immer. Aber energetisch, so mit Entzündungsvorgängen und autoimmunen Sachen und vor allem auch Immunität, nicht so gut. Okay, weil die halt auf die Energetik sich nicht konzentrieren oder da überhaupt gar keinen sich damit beschäftigen. Also die Bioenergetik studiert den Energiefluss von Lebewesen. Ja, Energiefluss ist gleich zelluläre Kommunikation. Also ich sehe die Meridian und wer das schon seit langem, schon seit Tausenden von Jahren erkannt hat, ne, nicht bewusst so mit der wissenschaftlichen Hintergrund, wie wir das heute wissen, sind die Chinesen, die traditionelle chinesische Medizin, die das intuitiv tüftelt haben. Ja, und die Zellen, wo sich das Leben ja abspielt, das Leben spielt sich ja ab an der Schnittstelle der Umwelt, alles was auf den Körper zukommt, und der Zelle. Die im Nukleus der Zelle ist natürlich die DNS, das Erbgut, das weiß, wie man mit den ganzen Umwelteinflüssen biochemisch sich abgeben muss. Ne? Und die iMed-Software, die misst diese energetischen Einzelheiten der Biochemie und der zellulären Aktivitäten, indem sie schadlose Niedrigspannungsfrequenzen als elektromagnetische Energie durch ein Manschettensystem in die Meridiane schickt. Also das professionelle System. Aber in der Zwischenzeit, wir wissen ja auch, dass man auch über das Vitalfeld zu denselben zur selben dieselbe Information anschneiden kann. Ne? Also wo immer da Energiefluss ist, so, da ist dann auch ein energetisches Feld drumherum, ein elektromagnetisches Feld. Und wir können das auch, und der iMed kann das natürlich auch so messen. Es ist natürlich immer am besten oder am, ja, okay, am besten, wenn man eine direkte Verbindung hat, aber die Verbindung über das Metaspace oder ist beeindruckend, ne? So, also der Körper, der hat 100 Billionen Zellen. Das sind die biologisch aktiven Einheiten, die das Leben machen. Okay, also ist die DNS, eine Kopie der DNS in unserem Körper 100 Billionen Mal. Also funktionell spielt sich das Leben an der Schnittstelle von der DNS und der Umwelt ab.
Und ob sie jetzt an die Erschaffung des Menschen beim lieben Gott glauben oder an die Evolution, es ist ja egal, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also ich sehe Gott als die Zeit an, weil so wie uns das Erbgut des irgendwie übermittelt, sind die Gene, wir haben ja über 3 Billionen, zum Beispiel der Coronavirus, der hat so 85 Gene. Ne? Wir haben 3 Billionen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, wir haben 3 Milliarden. Wir haben 3 Milliarden. Und manche der Gene sind Millionen von Jahren alt oder haben sich entwickelt vor Millionen von Jahren. Und andere, zum Beispiel, wir haben ja jetzt gerade die letzten 3 Jahre nicht unbedingt einen neuen Gen, aber zumindest einen Genausdruck entwickelt, der weiß, wie man den Coronavirus erledigt. Also wir haben Immunität entwickelt. Die hatten wir vor 3 Jahren nicht. Jetzt haben wir sie. Also die meisten von uns. In China haben sie es noch nicht. Die haben das Ganze um 3 Jahre verzögert. Okay, das heißt also, das geht irgendwie laufend weiter. Wir sind genetisch nicht irgendwie festgefahren, sondern die DNS ist so konstruiert, dass die adaptiert sich der Umwelt an, damit wir eine bessere, damit wir überleben können, damit das Überleben gesichert ist. Deswegen auch bringe ich auch immer gerne das Universum da ins Spiel, weil das ist ja, wir sind ja ein Teil davon. Die Erde ist ja ein Teil von unserem Sonnensystem und unser Sonnensystem ist ein Teil des Milky Way Galaxy und die Milky Way Galaxy ist eine von Millionen von Galaxien. Also das ist halt so. Deswegen gibt es auch den lieben Gott, weil das ist dann so groß und so überwältigend, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Das ist also auf der anderen Seite des Vorstellbaren. Also, die Schnittstelle Vitalfeld, die tut, was der Virtuoso macht. Die bringt die Information zu und von dem Körper über die Information, die vom Körper aus sich ausbreitet, während die professionellen, das ist professionelle Systeme, könnt ihr meinen Cursor sehen übrigens, soll ich, einen Moment mal, das ist immer, der ist dann immer schwierig abzustellen. Ist das, muss ich es hier machen, okay, ist das besser? Okay, während das professionelle System natürlich die direkte Verbindung hat zu den Meridianen und die Meridiane direkt abmessen kann und dann auch, wenn man eine Behandlung ausgetüftelt hat oder herausgefunden hat, dann diese Information in dieses System, in dieses Internet der Zellen reinpumpt und somit die Gene direkt mit den Genen direkt resoniert. Die Gene sind ja so konstruiert, die sind wie Saiten in einem Instrument, die interagieren, also die arbeiten also, die tun ihre Arbeit mit der Umwelt über Frequenzen, also die wissen, wann sie anschalten müssen und wieder abschalten müssen über diese was wir da jetzt gerade besprochen haben, ne? Dass alles Umweltliche, alle materiellen Sachen, inklusive die Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, die kommen ja von der Umwelt, dass wenn die Gene, die dazu nötig sind, die zu bearbeiten,
die wissen, dass sie jetzt gebraucht werden, weil diese Nährstoffe im Körper sind und eine Energie haben. Und wenn da bei Vitamin B12 drin ist, in diesem, wenn sie gerade ein Steak gegessen haben, ja, dann weiß der Gen oder die Gene, die Vitamin B12 bearbeiten und absorbieren und aktivieren und methylisieren und so weiter, die spüren das, die Sens, die resonante Energie des Vitamin B12 Moleküls, können die aufnehmen und dann tut sich der Gen anschalten. Okay, und wenn das Steak verdaut ist, dann schaltet er wieder ab und andere Gene machen weiter für andere Sachen. Ne? Und wenn sie einen Apfel gegessen haben, ja, dann sind da ganz andere Gene notwendig. Ne? Zum Beispiel die Fructose, der Zucker, der da drin ist, oder das Vitamin C. Und das sind, okay, und das funktioniert alles wunderbar, aber es ist energetisch. Und da tun wir uns reinschalten mit diesem Gerät hier, mit dem iMate und messen, damit wir Ideen haben, was hier los ist, was hier vor sich geht und dann ein harmonisierendes Feedback geben. Und also ideal, es ist natürlich mehr als nur mit den Genen zu schwingen. Es gibt auch andere. Es sind ja auch die Rezeptoren, die schwingen ja auch, oder? Und die RNA oder RNS-Faktoren, das sind auch genetische Faktoren, aber nicht komplette Gene, sondern gewisse Fraktionen von Genen, die gewisse Kanäle kontrollieren und so weiter. Es ist aber im Prinzip alles dasselbe, ne? Also es sind mehr, viel mehr als 3 Milliarden Gene. Wir haben dann Milliarden von Rezeptoren und Schnittstellen und so weiter und so fort. Also das ist das Milieu, in dem wir uns befinden. Die physikalische Welt, die ist ja nur im Prinzip, tja, ist natürlich schon wichtig, aber passt sich der energetischen Welt an. Okay, also die Zelle ist im Zentrum des funktionellen Lebens, okay? 100 Billionen, oh ja, genau, 100 Billionen Zellen, in Englisch Trillionen, 100 Billionen Zellen und 3 Milliarden DNS-Sequenzen, okay, in jedem Zellkern, das ist nur im Zellkern. Jetzt die ganzen Rezeptoren auf der Membrane haben natürlich ebenfalls Kontrollen. Da gibt es verschiedene Kontrollen. Eine sind ionisch, ne? Andere sind, aber zum Beispiel, sagen wir mal, der Insulin, heißt das Insulin auf Deutsch auch, Rezeptor, der ist genetisch gesteuert oder kontrolliert, ne? Oder der Schilddrüsenhormonrezeptor. Jede Zelle hat die. Also es sind Tausende von Rezeptoren und Kanäle und so weiter. Und das ist alles, und die haben alle Antennen, die kommunizieren mit dem Rest des Körpers. Und innen mit der Zelle natürlich, die dann produziert, was gerade produziert werden muss. Alright, zum Beispiel im Moment brauchen Sie gerade irgendwas, das einen Neurotransmitter, vielleicht Acetylcholin, damit Sie sich konzentrieren können und mir da zuhören mit dieser langweiligen Geschichte. Okay, Zellkommunikation. Die Zellkommunikation ist der größte Teil oder ein großer Teil dieser Energie, dieser Bioenergie, die im Körper abläuft. Okay, die Zellen einfach kommunizieren über das Überleben. Im Moment ist es inklusive Zuhören und Zuschauen und Fokus auf, was da gerade auf dem Computer läuft. Das ist ja auch ein Teil davon, ne? Okay, also so diese Zellkommunikation hat über die Jahre oder ja, verschiedene andere Definitionen gehabt oder hat.
zum Beispiel Qi-Energie, ne, die Lebenskraft, der Energiefluss, Informationsfluss, Datenfluss. Ich sehe es als Datenfluss. Und diese Informationen sind reflektiert im Vitalfeld natürlich, aber auch in den Meridianen. Die Meridiane habe ich da gar nicht hingeschrieben. Huh. Okay, also mache ich das doch gerade mal kurz. Ups. Obwohl, das ist jetzt. Okay, gut genug. Also in den Meridianen, das dann das Biofeld, das ist im Prinzip ein englischer Ausdruck, das Körperfeld, das Vitalfeld, das Energiefeld. Alles sind alles die gleichen, der gleiche Ausdruck für verschiedene Präsentationen von dieser Zellkommunikation und dieser Energie, der wir folgen müssen, wenn wir herausfinden wollen, was los ist. Also die Akupunkturmeridiane haben eine wichtige Rolle dabei. Also nochmal, um das nochmal zu sagen, das Nervensystem ist natürlich auch sehr wichtig. Das ist auch ein Kommunikationssystem. Aber das Nervensystem und die Nerven und das Gehirn ist natürlich ein anderes Kommunikationssystem. Das hat mehr zu tun mit Muskelaktivität und alles Mögliche, ne? Including natürlich auch kognitives Denken und das ganze Zeug. Aber allerdings muss das Gehirn und die ganze Neurologie ihre zelluläre Kommunikation mit dem Rest des Körpers über dieses gleiche System organisieren wie der Rest des Körpers, ne? In anderen Worten, über die Meridiane. Was mich übrigens wundert, dass die Chinesen da das, die haben im Prinzip kein Meridian, der das Gehirn repräsentiert, glaube ich. Aber zumindest heißt er nicht, hat er nichts mit dem Gehirn direkt zu tun. Das ist wahrscheinlich der Triple Warmer oder something, wo der ist. Ja, also jedenfalls, die Akupunkturmeridiane, die kann man ja heutzutage sogar sichtbar machen. Die sind natürlich unheimlich wichtig und bereit, geben uns einen schönen Zugang zu der zellulären Kommunikation und dem Körper zuzuhören, was er eigentlich macht, was los ist. Okay, also es ist eine lebendige Matrix, die unser Körper da hat. Wir kommen gleich zum IMEI-Gerät. Ich will nur kurz das nochmal theoretisch ausprägen hier. Es ist wichtig. Okay, also wir gehen zurzeit durch eine etwas verwirrende Zeit, weil wir eine neue Generation von IMEI langsam einführen in 2023. Okay, aber alles ist, also Leute, die zum Beispiel so IMEI kam raus in 2008, das sind also jetzt was, 14 Jahre, fast 15 Jahre. Also die damals 2008 das Gerät gekauft haben, das ist so eine ältere Box, die sind in manchen Bildern noch drin. Wird alles updated, ne? Also wir tun die nicht irgendwie auf den Schrott werfen oder so. Keine Angst, es geht weiter, aber langsam aber sicher. Das Wichtigste ist die Grafik. Die Grafik ist alt, sehr altmodisch und muss modernisiert werden. Okay, und das in Englisch ist es fast fertig in Englisch, und auf Deutsch sind wir schwer am Arbeiten. Irgendwann im Frühjahr, Mitte des Jahres ist die deutsche Version dann auch fertig. Und wir können das dann ein Update machen. Natürlich die Hardware, die ist auch ab neu gemacht. Aber das gibt es weiterhin. Das ASA bei Fibber gibt es weiterhin. Okay. Zum gleichen Preis wäre für das neue. Die Interface-Box, der Preis ging rauf.
Okay, also iMed ist das Gerät, das es uns ermöglicht, diese Resonanzfrequenzen des Lebens zu sortieren und zu analysieren. Okay, das ist das Wichtige. Welche Version Sie da jetzt genau haben, ist egal. Wir tun das alles updaten in der Zukunft. Dieses Jahr. Es hat ja gerade erst angefangen, Gott sei Dank. Aber ja, 2022 ging verdammt schnell vorbei. Okay, das Chaos zu balancieren, das ist der, nochmal, wir wollen immer kurieren und kurieren ist ja gut. Ja, aber das Leben ist wirklich so banal, wie das klingen mag, ist auf Gleichgewicht, auf Balance aufgebaut. Wenn alles balanciert ist, perfekt, dann ist die Gesundheit, der Körper, das Leben so gut, wie es überhaupt sein kann. Okay? Besser geht's nicht. Deswegen ist Balance nicht banal, sondern unheimlich wichtig und ganz schwierig zu erhalten oder zu. Ja. Balance zu erreichen ist die Herausforderung für ein gesundes Leben. Wenn alle Frequenzen in perfekter Balance sind und die Zellkommunikation funktioniert, ist der Körper gesund. Punkt. iMed ist dazu konstruiert, Unausgewogenheiten und Unausgeglichenheiten zu identifizieren. Das Feedback, das ist dann die Behandlung, dient dazu, energetische Balancen zu erzielen. Also die Unausgeglichenheiten mit resonanten Frequenzen auszubalancieren, damit und das ist dann, das nennen wir wirklich wissenschaftlich dann epigenetisch. Das Feedback dient dazu, energetische Balance zu erzielen. Jedes Detail des Stoffwechsels ist von Genen gesteuert und geregelt. Gene funktionieren wie Saiten eines Instrumentes, sie resonieren mit der Umwelt. So, also wie gesagt, das iMed-Gerät ist ja darauf, ist ja konstruiert, das Ungleichgewicht zu identifizieren und dann zu harmonisieren. Und das geht nicht unbedingt jedes Mal 100%, obwohl wie nennen wir das hier? Obwohl die Verbesserung in einer Behandlung vielleicht 100% ist, das heißt aber nicht, dass im Körper es 100% ist. Es ist nur, eine Behandlung kann nur so viel erreichen. Und 100% heißt für die heutige Behandlung sind es 100%, aber das muss vielleicht morgen oder nächste Woche nochmal behandelt werden oder mit einer anderen Kombination behandelt werden. So, also in diesem großen Reaktivitätstest zum Beispiel, ne, ist eine Skala von 0 bis 100. Von 0 bis 100. So, und die 100 sind natürlich, wenn der Balken hier bis nach ganz hier nach rechts kommt. Okay, aber was ich, die Emphasis, der Schwerpunkt, den ich heute machen will oder rausbringen will, ist, dass wir auch die unteren, also wenn hier was rauskommt mit 0 oder mit 1, das hat ja auch was zu sagen. Das kann man nicht ignorieren. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Ungleichgewicht. Es ist alles am besten hier in der Mitte mit 50, um die 50 rum, ne? In dieser Spanne hier zwischen 40 und 60 auf den ganzen Profilen und Seiten. Sie wollen zwischen 40 und 60 sein. Okay, alles je mehr extrem nach 0 und je mehr extrem nach 100, ist ein Problem. Und da muss man, das ist dann die Aufgabe der das Gerät bedient, ne? Oder der Therapeut oder wie immer, der Praktiker, eine Entscheidung zu machen, was am besten man heute behandeln sollte. Man kann ja nicht alles auf einmal machen. So, vielleicht bringe ich erstmal, okay, und das ist bei allen so. Okay, zum Beispiel der Akupunkturmeridiane. Okay, so, die rot-gelb-blaue,
Markierung der drei höchsten Unausgeglichenheiten oder Messresultate kann man automatisch behandeln. Ne, während der niedrigsten, der im Grün, den muss man es dann einzeln machen. Man kann nicht mehrere zusammen machen. Okay, jetzt hier zum Beispiel in diesem Bild, in diesem Messungsresultat hier, der Dünndarm ist 70 aus 100. Okay, so das ist 30 Punkte unterm Extrem. 20 Punkte entfernt von idealer Balance oder Gleichgewicht. Aber der Lungenmeridian, der ist 3 Punkte weg von 0. Der ist also extrem niedrig. Also die Niedrigkeit hier ist schlimmer als ne, der niedrigste Wert ist extremer als der höchste Wert. Also insofern. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie viel Zeit man hat, das zu behandeln. In diesem Falle würde ich mich darauf konzentrieren, auf die niedrigen. Und in diesem Falle schaut man sich das an, als Energie reinzupumpen in diese Meridiane. Ne? In diesen, naja, der zeigt jetzt den Dünndarm an übrigens. Da muss man dann natürlich, wenn man da draufklickt, ne? Dann zeigt er den Lungenmeridian. Automatisch tut er immer den höchsten anzeigen hier. Und das ist also der Dünndarm-Meridian. Aber wir würden dann den Lungenmeridian etwas stimulieren mit Energie. Das Universum hat plenty, jede Menge Energie, okay? Und wir lernen das ja mehr und mehr da, also das mit den Fossil Fuel, wie heißt das auf Deutsch? Das ganze Zeug, die Energie vom Erdöl, ne, und Erdgas und so, das ist ja die Kohle. Es hat ja mit der Kohle angefangen. Das läuft ja irgendwie aus. Das geht ja irgendwie nicht mehr. Ne. Wir haben ja so viel verbrannt, dass unsere Atmosphäre jetzt irgendwie das Maximum erreicht hat und wir müssen andere Methoden finden, um Energie zu ernten und die Sonne ist eine der Wind und es gibt ja jede Menge. Und da werden neue, also das Universum hat so viel Energie. Also ein Vulkanausbruch zum Beispiel, ein Erdbeben, ist eine wahnsinnige Summe von Energie, die im Prinzip total verschwendet wird, weil wir wissen nicht, wie wir die irgendwie können oder ja. So, also wir würden die Lunge hier behandeln und die Blasmeridiane, der Grund und der Dickdarm, die sind mehr wichtiger als der Dünndarm, okay? Also dieser Mensch hat wenig Energie, zu wenig Lebensenergie, der braucht Energie. Und der Grund, warum ich da jetzt gerade mit der Energie so, ist, weil es gibt genug Energie ist da, jede Menge. Man muss sie nur halt fokussieren. Also so wie ein Laser. Ne? Ein Laser ist ja einfach Licht, aber man kann den bündeln und dann wird die Energie viel stärker oder ja. Und das tun wir sozusagen hier. Wir tun die Energie bündeln und führen sie diesen Meridianen, die sie brauchen, zu. Und das sind natürlich gewisse Organe, gewisse Systeme mit den Meridianen verbunden. Okay? Und die Organe und Systeme haben natürlich eine dichte Zellendichte. Mehr als zum Beispiel Wasser oder das Blut oder so. Okay, also jetzt tue ich da mal, okay, wir machen gleich weiter, aber in der Zwischenzeit tue ich dann mal, also während ich da jetzt weiter so schwätze, können wir vielleicht, also ich hoffe, das funktioniert. Ja.
Alright, vielleicht ein live jemanden scannen und dann die Informationen dazu benutzen, um das auch ein bisschen zu beschreiben. Ist der Fritz Schmidt, ist der da? Nee, nee, den habe ich erfunden. Will jemand irgendwie getestet werden? Oder lieber nicht? Wir brauchen es nicht unbedingt. Ich kann auch den Fritz Schmidt testen. Okay. Machen wir den Fritz Schmidt. Okay. So. Neue Sitzung. Lebensstil. Kalibrierung. Nur ganz kurz. Und kann der Michael hat die einmäßig. Hand gehoben. Wie bitte? Michael hat die Hand gehoben. Oh, Michael hat die Hand gehoben. Oh. Okay. Welcher Michael? Vielen Dank, ich habe eine Frage. Und zwar, du hast ja auch gerade gesagt, dass wenn der Wert zwischen 40 und 60 liegt, ist ideal. Jetzt an dem Beispiel mit dem Meridiane sind ja einige farblich markiert, welche aber im Normalbereich liegen. Zum Beispiel der Magenmeridian mit 51 oder 53 ist ja im normalen Level. Warum ist er dann farblich? Ja, also die Software kann das natürlich nicht interpretieren. Die Interpretation musst du machen. Was die Software tut, einfach die höchste Nummer tut sie rot markieren und die zweithöchste gelb und die dritthöchste blau. Okay, und jetzt ist es natürlich deine Aufgabe zu realisieren, dass die Milz und der Magenmeridian relativ unwichtig sind oder weniger außer Balance sind als zum Beispiel die Lunge und der Blasenmeridian und der Dickdarm. Also das sind so die Entscheidungen, die du machen musst als Okay, und was Praktiker. war nochmal der blaue? Das ist der dritthöchste. Der dritthöchste. Ja. Danke. Wir haben da auch andere Beispiele, wo man dann, wo das mehr so, wie wir das erwarten. Aber wenn das jetzt eine wirkliche Person ist, ist es ja auch. Der Fritz Schmidt ist eine wirkliche Person. Das Problem ist nicht, was das dann bedeutet, ist einfach, also die hohen Werte sind generell gesagt zu viel Energie, Entzündung, Hitze. Beide Extreme haben Blockierungen drin, potenzielle Blockierungen. Im Gegensatz zu den niedrigen Nummern, das ist dann Energiemangel, Kälte, Nässe, das sind so mehr chinesische Beschreibungen des Organismus und so weiter in der Richtung. Ne? Aber der Punkt ist, das sind beide wichtig. In diesem Falle, in anderen Worten, man kann sich nicht immer nur oben gucken und an die Sachen fokussieren, die hohe Nummern haben. Man muss auch die unteren Nummern, die niedrigen Nummern, die haben auch Signifikanz. Also wär dann im Endeffekt der Blasenmeridian mit 5, wo er nicht farbig ist, oder der Dickdarm mit 5, die hätten genauso Priorität, weil sie natürlich mit einer relativ niedrigen Energie sich abbilden. Ja, in anderen Worten, die haben mehr Priorität als der rote,
wegen eben die Messung zeigt, dass der Dünndarm ein bisschen unbalanciert ist, 30 Punkte weg von 100. Das ist also, es könnte schlimmer sein, 99 wäre viel schlimmer, dann wäre es wichtig. Aber die Software, die weiß das ja nicht, also die kann das so nicht interpretieren. Die tut nur, das ist ja ein Algorithmus, der tut halt die Nummern so hin, wie sie fallen, ne? Wie sie gemessen werden. Und aber das Schöne ist dann, dass sie jetzt sagen können, okay, dieser Mensch hier, der hat also, der ist erschöpft, der hat die Energie sehr niedrig, der braucht Energie. Da muss man Energie reinpumpen. Und das machen wir dann mit dem Feedback, mit der ja. Also ich finde die beiden Leiten des Gefäßes und Konzeptionsgefäß auch immer wichtig. Wenn die wenig Energie haben, dann sind die Leute auch immer so erschöpft. Und wenn die Ja, überarbeitet, spüren die das ganz schnell, habe ich festgestellt. ja. Ja. Ja, weil das ist, was sie brauchen. Das ist, was Die sie sind ja brauchen. jetzt hier in dem Fall auch beide niedrig. Also wenn, ja, wie kann man die Energie dann anheben, dann sind die anderen auch den relativ schnell dann auch in die Balance. Aha. Also, in anderen Worten, der höchste Wert ist nicht unbedingt automatisch der Wert, der behandelt werden muss, sondern der am meisten außer Balance ist, was manchmal auch dann der niedrigste Wert sein kann. Je nachdem, nach dem Resultat. Okay. Ja, Michael, steht das, ist das Angebot noch da? Willst du das machen? Ja, gerne. Okay, dann tue ich dich rein als ein neuer. Okay, Michael, wie ist dein letzter Name wieder? Ich denke gerade an den Schlander. Mann. Oh Schlander. wie kann ich. Schlanderer. Wie konnte ich das vergessen? Ein sehr kurzes Gedächtnis. Okay. Vielleicht ist das alles, was wir brauchen. Alles speichern. Okay. So tun wir das nochmal. So, jetzt frage ich mich, welchen Panel tue ich da benutzen? Welche Panels tut ihr am meisten benutzen? Den Reaktivitätstest viel oder den Allergen-Profil? Also 90% nehme ich immer den zweiten, diesen Allergentest. Ja. Ja, weil die Zusatzfeedbacks halt super sind. Die sind ja bei dem Reaktionstest nicht dabei. Und Aha. wenn ich dann mal davonlaufe und mache jetzt mal 10 oder 20 Minuten, und dann kann sein, dass Einzelne halt immer noch nicht hochgehen und andere. Und bei Ja, dem Allergentest ist es so nicht, ne? ich mache das auch. Ich mache das auch. Ja. Also Wobei das. der Reaktionstest auch nicht schlecht ist, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie mal Toxine durchtesten möchte oder so, finde ich den schon gut, ne, für solche Sachen. Ja, oder Nahrungsergänzungsmittel mal schauen oder ob alle Spurenelemente stimmen, dann habe ich das schon gern, um das einfach rauszukriegen. Oder auch homöopathische Mittel habe ich vor kurzem jetzt angefangen durchzutesten. Wenn ich dann mal nicht so sicher war, dieses oder dieses, das hat auch wirklich, war gut, war super. Okay. Oder wenn man halt was, irgendeine Krankheit weiß oder so und will die dann mal dort nachschauen und die gibt es im Allergentest nicht. Ne? Der hat ja mehr Werte drin, ne? Der Reaktionstest. Der ist ja Okay. größer. Ja. Ah, geht es auch? Nee, das können wir nicht. Okay. Naja. Okay, wir lassen das mal laufen. Und dann, also was wir da jetzt gerade am Laufen haben, ups, diesen Panel hier
der ist gerade am Messen, der tut den Michael messen. Okay? Aber wir brauchen da jetzt nicht warten, wir machen mal weiter. Jetzt ist natürlich dieses Ding da drin. Aber das macht ja nichts. Okay. Also, so. Nee. Okay. Ja, übrigens, in der neuen Version kann man dieses Ding, dieses Fenster hier kann man wegtun, woanders hin tun. Das ist natürlich jetzt im Weg. Okay, also hier ist das Wirbelsäulenprofil. Okay, naja, warten wir mal, bis, ich mach mal, wir kommen da wieder zurück auf den. Das ist ein bisschen schlecht zu sehen. Okay, Hormonprofil. Da ist es nicht nummeriert, da ist es nicht mit den Nummern. Na, diese Nummern sind die Datenbank, die Datenbasis-Nummern. Ne? Also die sind da drin per alphabetisch. Ne? Und, ja. Also die, in anderen Worten, diese ID-Nummer hier ist unwichtig und sollte vielleicht noch nicht mal da sein. Aber auch hier ist die oben, ne, die oberen Resultate, die automatisch farbenkoordiniert werden. Und dann die unteren sind aber auch wichtig, weil alles, auch die Hormone, die arbeiten zusammen. Und oft ist da ein Zusammenhang zwischen einem Hormon, das zu hoch ist, und dann ein anderes Hormon, das irgendwie tun die ja zusammenarbeiten, ne, die ist dann zu niedrig. Und man sollte sich beide angucken. Ich habe da jetzt mal, hier ist der untere, ne, hier ist der Balken unten und hier ist der Balken oben. Ja, also oben und unten. Und unten ist Calcitonin. Calcitonin hat zu tun mit Calcium, Stoffwechsel und unter Umständen Vitamin D. Hypothalamus sollte im Prinzip nie so niedrig sein. Also den würde ich immer gern stimulieren und behandeln. Bei einfach, ne, den könnte man also draufdrücken, auf jeden Fall. Antidiuretic Hormon. Das hat mit Blutdruck zu tun und mit der Wasserbalance im Körper. Das Einzige war, ja, Follicle-Stimulating Hormone zum Beispiel, hat in Männern, okay, hat mit Testosteron zu tun. Also wenn das Follicle-Stimulating Hormone niedrig ist, dann ist wahrscheinlich auch die Testosteron Level oder Produktion niedrig. Also dann, das könnte man dann stimulieren, wenn das angebracht ist. Und hier an der hohen, in der oberen Kategorie, das ist das Melanin Stimulating Hormone. Das hat damit zu tun, den Tan der Haut, die Hautfarbe und so weiter. Und das Schilddrüsenhormon. Ist interessant, einige dieser Hormone sollten noch besser übersetzt werden. Okay. Und hier ist ein Buchstabierfehler. Da muss ein R sein. Norepinephrin. Okay, so im Prinzip, ich will hier jetzt nicht alle Hormone erklären, weil das ist zu kompliziert, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, immer ganz oben zu gucken und ganz unten zu gucken. Und mehr werden Sie feststellen, werden Sie da Zusammenhänge sehen und feststellen können. Da kann man dann bessere Entscheidungen treffen, auf was man sich konzentrieren soll heute. Ne? Und man tut es natürlich immer irgendwie verbinden mit dem Menschen, an dem man arbeitet und den ihr Zustand. Und dann wird es relativ klar, was man machen sollte. Zum Beispiel sagen wir mal der hier, wenn der auf Schilddrüsenmedizin, pharmazeutische Medizin ist, dann sollte der vielleicht die Dosis reduzieren und solche Sachen. Auf jeden Fall den Hypothalamus, das sollte zumindest in der Mitte sein.
Okay, so, der Michael sein. Okay, jetzt muss ich das erstmal ja sagen. Okay. Kann ich es jetzt? Ja, jetzt kann ich es rüberbringen. Okay, also, okay, so, das sind die diversen Sachen. Es fängt immer hier übrigens automatisch bei 100 an, ne? Und dann fallen die zurück, das wissen Sie ja. So, der Schöne an diesem, so zum Beispiel für Allergien, ne, da guckt man natürlich oben, die sind immer oben, Allergien, ne? Entzündungsvorgänge sind oben. Wenn Entzündungsvorgänge sehr weit unten sind, dann das ist gut, weil sie wollen. Es ist noch nicht sichtbar. Das Bild für uns ist noch nicht sichtbar, Herr Streibel. Oh, ja. Danke. Warum? Was ist da passiert? Ha, okay, Was Moment, sind noch Moment. beide Hormone? Aha, ja, danke. Also, wo waren wir? Ah ja, okay, jetzt habe ich da, okay, fangen wir von vorne an. Okay, hier ist das Resultat. Ist ein bisschen viel. Schilddrüse ist relativ oben. So, jetzt zum Beispiel, also oben gucken wir nach Allergien. Hier sind die Allergien. Kanadisches Blaugras, Blaugras, Heidelbeeren, Spargel. Also keine extremen Allergien, ne? Kann man vielleicht weglassen. Ja, verstehe. So, Bakterien würde man auch oben nach oben gucken, ne? So, die Body Biochemicals, das sind also Enzyme, das sollte eigentlich Enzyme heißen hier. Ja, da würde ich hauptsächlich unten gucken, weil zu viel Enzyme ist relativ selten, ne? Das ist immer zu wenig. Prostaglandin, Glycogen, Phosphate. Also rechtsklicken, jetzt würden wir da im Prinzip machen wir da jetzt eine Behandlung hier. The Custom Treatment Data ist die individualisierte Behandlung. Ja? So, also dieses hier, Endopeptidase, Aminotransferase, MAO-Hemmer. Ich weiß jetzt natürlich nicht allzu viel über den Michael, seine gesundheitlichen Sein Zustand. So, Alpha-Galactosidase hat zu tun mit Milchzucker zu verdauen. Ein Lysosomal Hydrolase, die von einem Gen kodiert wird, das sich in den Chromosomen ein Defizit in diesem Enzym aktiviert, da heißt das Farber-Syndrom zufolge. Ah. Okay, well, das ist nicht sehr hilfreich. Okay. Ich mache das jetzt einfach mal nach meinem Gefühl, okay, und Erfahrung. Also die Enzyme würde ich unten nach unten suchen. Das sind also die nicht gut funktionieren. Okay. Okay. Ja, Gehirn, das ist schwierig zu sagen. Infantiles Restrum-Syndrom. Ah ja, das war ganz oben. Bei dem vom Refsum-Syndrom Betroffenen wird die Fettsäure, Phytonsäure vermehrt in der Haut gespeichert. Dadurch wird die Haut trocken und schuppig. Das Refsum-Syndrom wird außerdem von vielen neurologischen Symptomen wie Nachtblindheit. Okay, also hier ist meine Einstellung. Ich tue ganz wenig Krankheiten in die Behandlung rein. Weil ich bin mehr daran interessiert, die Ursachen von der Krankheit zu behandeln oder zu finden. Ne? Insofern würde ich das einfach mal übergehen. Die Chromosomen lassen wir auch mal weg. Kreislauf, Verdauung, Krankheiten, Pilze. Nicht viel Pilze, Drüsen.
Also man könnte ja einfach die Keimdrüsen hier reintun, weil wir, um die zu stimulieren. Also die sollten nicht unbedingt ganz unten sein. Die müssen auch nicht unbedingt ganz oben sein. Die sollten so irgendwie in der Mitte sein. Okay, das sind die Hormone? Nee. Drüsen und Hormone sind nicht dieselben. Okay, gucken wir mal, welche Hormone ganz unten sind. Somatostatin. Das ist also, wisst ihr, was Somatostatin ist? Das ist also ein Hormon, das die Verdauung koordiniert, das in der Pankrease, in der Leber, im Magen, im Dünndarm. Und weil das kommt ja nicht alles zur gleichen Zeit an, das fängt im Mund an, dann kommt es in den Magen runter und da wird verdaut und dann geht es weiter in den Dünndarm, Duodenum und Dünndarm und dann ein paar Stunden später ist es im Kolon. Und wie gesagt, die Lebergalle muss ihre Zutaten geben und die Pankrease ihre Zutaten geben und das Somatostatin koordiniert das alles. Okay? Also das sollte nicht hier ganz unten sein. So, man könnte noch mehr machen, aber lassen wir das mal so. Also haben wir, das waren die Hormone, die Lymphe. Da würde man wahrscheinlich eher oben gucken. So, die Meridiane, ich tue die gerne rein, ne? Ein paar. Die Extreme ganz oben. Und dann vielleicht die zwei hier unten zumindest. Ja, tun wir doch drei rein. So ein bisschen viel. Ja, eins, zwei, drei. Also die drei untersten haben wir reingetan. Die sind fast nicht, die zeigen fast nichts an. Okay, das sind die Meridiane. So, das sind so Miasmen, ne, so Sachen, die man vererbt hat. Nosoden sind gut, Nutrienkämme, Parasiten, nix, Sarkoden. Schilddrüse in der Osteogemenes. So, Michael, wenn da irgendwas irgendwie mit dir resoniert, was du weißt über dich selber, dann musst du was sagen. Die Wirbelsäule, Fuß und Hände. Carpalia ist im Fuß, ist in der Hand und Mittelfuß ist im Fuß. Keine Probleme da, gell? Ach so, so Knickfuß-Thematik. Sonst eigentlich Ah. nichts. Knickfuß. Oder Fußgewölbe insgesamt ein bisschen. Ja, ich tue das immer mit, da musst du mal gucken nach Manganes. Manganes ist das Mineral, das die Bänder brauchen, um stark zu sein. Wenn das Manganes, nicht Magnesium, sondern Manganes, irgendwie, das ist eine genetische Sache. Wenn also der Gen, der das Manganes bearbeitet, nicht richtig funktioniert, dann haben die Leute schwache Bänder. Entweder sind sie überdehnlich oder einfach zum Beispiel, ja, wie da im Fuß, mit dem Gewölbe, Fußgewölbe. Manganes. Also das waren jetzt, okay, Toxine, nicht schlecht. Viren. Okay, gucken wir mal zu die Gene. Mit den Genen, da wollen wir immer unten gucken, ne? Da wollen wir unten gucken, weil die Gene sollen ja funktionieren, die müssen ja beschäftigt sein. Also die würde ich reintun. Cagna 1. Und da gibt es ja sogar, das ist ja wahnsinnig. Da gibt es sogar Erklärungen, das ist alles neu. Spannungsabhängige Calciumkanäle vermitteln den Zugang von Calciumionen in erregbare Zellen und bla bla bla. Ne, also das ist so ein Gen, der tut den Calciumkanal managen. Okay? Und Calciumkanäle sind natürlich unheimlich wichtig für viele Sachen, für Blutdruck, der sollte nicht hier als letzter ganz unten sein. Der ASL-Gen sollte auch nicht hier unten sein. LPS
Es spielt eine wichtige Rolle in der Leber, indem es Ammoniak im Harnstoffzyklus entgiftet. Im Harnstoffzyklus wird überflüssiger Stickstoff, der entsteht, wenn Proteine im Körper verarbeitet werden, zu Harnstoff umgewechselt, ne, und über die Nieren ausgeschieden. Also das ist ein wichtiger Gen, denn und wir können den eben mit dieser Frequenz stimulieren, damit der mehr arbeitet, damit der besser arbeitet. Okay, also ich tue gerne Gene rein, also hier, ja, die ganz unten. So, Gene tun wir unten, ne? Bakterien und Viren und so weiter oben. So, der Gen, der ist ganz oben, der ist gut, der ist am Arbeiten, den braucht man nicht stimulieren. Die sind gut, aber die Gene hier unten, die wollen wir einige davon reintun. Okay. Also das wäre jetzt eine Behandlung. Jetzt dummerweise dieser Panel hier hat den Quick Cycle noch nicht. Machen wir einfach mal 10 Minuten, okay? Oder 9 Minuten. Metaspace ist der Virtual. Vorteil der professionellen Version ist natürlich, dass sie beides machen können, mit der Manschette und ebenfalls im Metaspace virtuell. Okay, also ich wollte jetzt nur mal kurz eben demonstrieren, wie man so die Resultate der Messung analysiert und eine Behandlung zusammenstellt. Und die Sache ist halt die, dass jetzt diese Behandlung hier nicht das Einzige, das der Michael die nächsten 10 Jahre braucht, ist, sondern das ist nur eine Behandlung für heute. Und je mehr man das macht, je mehr lässt sich die Sache harmonisieren, der Stoffwechsel und der Genausdruck und so weiter. Ja? Oh, und eine Frage, weil wie oft empfiehlst du den Reaktionstest zu machen? Weil wenn ich den ja mache, dann in einer Woche schaut er ja schon wieder ganz anders aus. Was wäre da ein gesundes Maß? Ja, also die Grundregel ist, man kann das theoretisch alle 24 Stunden machen, weil der Körper braucht wirklich 24 Stunden, um dieses Feedback zu verarbeiten und in alle 100 Milliarden Zellen, 100 Billionen Zellen zu implementieren. Und der Prozess dauert circa 24 Stunden. Also es sind jetzt nicht nur die 20 Minuten, die Behandlung ist, oder eine halbe Stunde, sondern das dauert dann circa 24. Weil wir leben ja in diesen 24-Stunden-Rhythmen. Okay, wir lassen das mal kurz laufen und tun das mal wieder hier rüber. Einen Moment. Oh, ich kann das nicht rüber tun. Okay, Moment mal. Ah, okay. Moment, ich muss da einen Trick machen. Okay, wir sind wieder dabei. Und was sehen Sie jetzt? Jetzt sehen Sie wieder die Hormone, ne? Ja. Okay, also die Behandlung läuft, Michael. Wir lassen das mal, wir kommen in 5 Minuten wieder zurück und gucken, was passiert ist. Also, wir haben jetzt. Hallo? Okay. Okay, da konnten wir ja nach vorher nicht richtig hingucken. Okay, hier ist das Wirbelsäulenprofil. Und viele der Informationen sind eben das Schöne am Reaktivitätstest, den wir gerade am Michael machen oder gemacht haben, ist, dass zum Beispiel die Meridianfrequenzen sind da drin, die Wirbelsäulenfrequenzen sind da drin und so weiter, die Chromosome, ne? Und man kann das alles zusammen
machen, anstatt an verschiedenen Panels. Aber oft ist es auch am besten, natürlich den Panel alleine zu machen. So, hier ist jetzt ein anderes Messresultat. Der Brustwirbel war der höchste mit 92. Der achte Brustwirbel, der vierte Brustwirbel, der achte Brustwirbel ist 86 und dann der zweite Lendenwirbel 70. Also theoretisch könnte man da jetzt ein Autofeedback machen, dann würde der automatisch den roten, den gelben und den blauen Wirbel behandeln. Ein Feedback machen. Okay, und dann der niedrigste ist der Halswirbel mit 2 und der siebte Halswirbel und der erste Halswirbel mit 4. Die müsste man dann separat machen. Wenn das jetzt ein Tag in der Praxis wäre, würde ich wahrscheinlich. Weil, also das Extrem vom achten Brustwirbel ist 14 Punkte, ne, von 100, während hier ist nur 2 Punkte von 0 und 4 Punkte von 0. Also ich würde dann den vierten Brustwirbel machen und dann den siebten Halswirbel und den vierten Halswirbel. Und vielleicht das Kreuzbein auch noch. So niedrige Werte in diesem Kontext, ne, in diesem Zusammenhang. Bedeuten Bewegungsmangel, Nässe, schlechte Durchblutung, also Nässe und Kälte und die Sachen, das sind Ausdrücke von der traditionellen chinesischen Medizin. So beschreiben die den Zustand. Ich finde die ganz gut. Das funktioniert irgendwie besser wie der westliche Ausdruck, ne, da sagt man da Arthritis und Bandscheibenschaden und das ganze Zeug. Und das ist natürlich, ja, es ist medizinisch, aber nicht unbedingt sehr hilfreich, funktionell, was man da machen sollte. Und die hohen Werte, ne, sind Entzündung. Das führt natürlich zu Arthritis und zu ja, Rheumatismus und so weiter. Subluxation ist einfach, wenn die Wirbel ein bisschen verschoben sind, ne? Und Hitze oder Wärme, das kommt irgendwie automatisch mit Entzündung. Also das wäre dann so die Interpretation, was das bedeutet. Aber was wir dann einfach machen, ist einfach ein Feedback. Feedback. 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, mehrmals 15 Minuten. Okay, und normalerweise können die Leute das dann spüren, ziemlich schnell. Also weniger Schmerzen, weniger, ja. Okay, aber das Wichtige ist natürlich auch, dass. Also Kälte habe ich da jetzt weggelassen. Sollte eigentlich da auch hin, ne? Kälte. Es ist gut zu wissen, dass die Durchblutung, dass keine gute Durchblutung dort ist. Also man könnte dann im Prinzip auf solche Gebiete hier auch etwas Hitze tun, ne? Also ein Wärmekissen, oder wie heißt ja, also halt warm machen, warm halten Hallo. wie heißen die Kissen? Hitzekissen? Nee. Fango. Fango oder Fango Heizkissen, Kirschkernkissen, ja. Okay, Kirschkernkissen. ihr habt die auch, ha? Okay, gut. Ja, das sind die besseren. Die Heizkissen, die sind ja elektrisch, aber die Kirschkern oder Mais oder auch Reiskissen, die man im Mikrowellenofen heiß machen kann, die sind ideal. Na, also auf diesen vierten Brustwirbel würde ich das nicht tun, weil der ist ja schon heiß. Na, der hat schon zu viel
Energie in Hitze, aber und auch wahrscheinlich Durchblutung. Aber die niedrigen, da wäre etwas Wärme gut, um die Blutgefäße zu öffnen und Durchblutung da reinzubringen. Neben der Behandlung. Macht es Sinn? Versteht ihr mich? Seid ihr Auf jeden dabei? Fall. Ja. Oder Okay. Infrarot kann man auch drauf machen. Das ist auch immer schön, wenn man so eine Infrarotlampe hat oder so. Ja, Ne? wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ja. Ich habe auch so eine, wie heißen die, so eine chinesische Lampe habe ich da. Die ist auch super. Die kann man dann entsprechend verstellen. Ne? Aha. Moax-Lampe, irgendwie, ich weiß den Namen nicht. Aber ich habe so eine. Die ist super. Sogar noch besser als ein Heizkissen, habe ich jetzt Erfahrungen. Aha. Okay, hier sind die ersten 5 Minuten von Michael. Also das Glycogen Phosphorylase, das ist das Enzym, hat sich 11% verbessert, ne? Das ist schön. Alpha-Galactosidase. Oh. Oh, das war schief gelaufen. Das sind alles 11%. Ah. Okay. Stimmt fast nicht. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich das da schon ein paar Mal zugemacht habe und dann wieder verschiebe und so weiter. Vielleicht geben wir dem Michael noch mal 5 Minuten und ja, aber ich muss das, okay, Moment mal, ich muss das leider zumachen. Das ist Dann dann ich. stehen geblieben, noch im ersten Wert wahrscheinlich, ne? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, warum so. Also, mach noch mal ein paar Minuten. Okay. Man hat doch bei einer kurzen Frage, ist doch auch beim Reaktionstest so, ich weiß dann bloß wieder bei den einzelnen Werten, gerade wenn ich mehrere mit reingenommen habe, dann muss ich die aber einzeln immer anklicken, damit ich weiß, wie viel Prozent ich gerade für den heutigen Tag habe. Man bekommt ja jetzt kein Gesamtergebnis von alle, wo ich mit reingenommen habe, sondern die laufen halt durch und wenn es mich einzeln interessiert, muss es ja aber nochmal einzeln anklicken auf der rechten Seite. Ja, Ja, ist das das hat nicht richtig? geklappt eben. Ja, das wäre ich normal, auch normal so, aber das hat irgendwie jetzt nicht geklappt, Michael. Vermutlich, weil. Also, wir sind dabei, dass die neue Version, die irgendwann dieses Jahr rauskommt, die hat eine Column, also eine Tabelle hier, wo dann die ganzen Nummern hier, also, ne, das 65 wäre bei Mittelfuß. Ja, ihr seht jetzt gar nicht. Naja, wir sind dabei, das zu verbessern, dass da Dass das Ergebnis dann nach der ersten Runde nochmal raus in eine genau. Tabelle zusammengefasst wurde, was sich am meisten verbessert hat und was halt am wenigsten Der wahrscheinlich, ne? Michael, seine Behandlung Ja, läuft hier ja, nebendran ab. ja, Und, ja. also da ist hier eine Säule, wo dann die ganzen Verbesserungsnummern sind, dann hier 1, 2, 3. Super, Also, ja. da braucht man nicht mehr hin und her gehen. Okay? Das kommt jetzt irgendwann dieses Jahr. Okay? Mit der neuen Version. Ja. Okay. Danke euch, super. Wirbelsäule, Hormone haben wir schon gemacht, ne? Also immer, ja, also die niedrigen sind genauso wichtig wie die hohen Messungsergebnisse. Das sind jetzt die Chakren. Das ist natürlich dasselbe Prinzip. Ist ein bisschen anders präsentiert, aber es ist dasselbe. Ne? In diesem Falle ist das höchste ist 62. Ist natürlich relativ. Es ist das höchste in dieser Messung, aber es ist nicht hoch. Im Kontext, also wird man sich da auf jeden Fall auf die niedrige Frequenz konzentrieren. Okay, Mangel an Energie. Aber überhaupt im Ganzen betrachtet, ist dieser Mensch der Chakra-mäßig nicht super, nicht extrem außer Balance. Ein bisschen, ne? Der Magen und die Milz und auch der Hals, aber
nicht extrem. Aber man würde sich da wiederum auf die unteren oder niedrigen Werte konzentrieren. Und wenn es um Energie geht, also zum Beispiel mit dem Meridiane Panel oder Profil und dieses hier, es kommt darauf an, auf die Person, aber ich finde, dass mehr Leute erschöpft sind energetisch als überladen hier. So, jetzt dieser hier, das neuroemotionale Profil ist ein bisschen anders. Da braucht man ein bisschen, also ich musste da, es sind im Prinzip negative Emotionen. Okay? Und negative Emotionen können auf die Dauer physikalischen Schmerzen verursachen. Okay? Aber das Problem, das ich jetzt kurz anpeilen will, ist zum Beispiel jetzt da in der gleichen Weise zu denken, ne, dass so Ärger zum Beispiel ist niedrig. Sollte man das behandeln? Das ist ja irgendwie unlogisch zu sagen, der Mensch hat zu wenig Ärger, der braucht mehr Ärger oder der sollte sich mehr ärgern oder irgendwas. Aber man muss da, und das Gleiche ist mit Eifersucht und mit Gier und so weiter. Aber man muss natürlich irgendwie eine intelligente Entscheidung treffen, ne? Aber oft muss man diese moralischen Urteile, die wir haben von unserer Schulung und so weiter, weglassen und einfach mit der Energie und mit den Resultaten gehen und das, was außer Balance ist, behandeln. Ob das jetzt Sinn macht in unserer Interpretation oder nicht. Weil Ärger ist mehr, als wir das irgendwie Oder zum Beispiel bei der Impulsivität, ne, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Da ist ja nur vier, ne, da ist ja keine Energie da. Und jetzt ein Mensch, der überhaupt nicht impulsiv ist, ja, also das würde ich auf jeden Fall behandeln, weil das gehört ja auch dazu, ne, impulsiv zu sein, oder? Ja, genau, der ist dann Oder ein flach. Mensch, der sich, oder genau, oder ein Mensch, der sich gar nicht ärgern kann. Ja, was will ich mit so einer Wand, ne? Irgendwo gehört es ja auch dazu. Ich meine, da muss man halt sich einfach reinversetzen und denken, das kriegt man dann schon hin. Ne? Oder wenn jetzt jemand keine Kraft hat, das würde ich auf jeden Fall schon bei 10 oder so machen, weil die Kraft braucht man ja. Ne? Ja, Die hat ja auch wie dann nicht gesagt. zögerlich zu sein, das muss man dann vom Gefühl her dann so sehen und Genau, ja. vom Gefühl her. Ja, Ja, aber man ja. muss einen offenen Geist haben, weil wir haben da Genau. viele Vorurteile, was das bedeutet, ne? Und wie du Genau. das jetzt gerade gesagt hast, wenn jemand überhaupt keine Impulsivität hat, ist das wahrscheinlich nicht gut. Und Auch kann nicht ich gut. ihn an die Wand hängen wie ein Es Bild, ne? ist genauso schlecht, wie wenn jemand zu viel Impulsivität hat. Also Genau, da geht es ja. wieder um die Balance, ne? Ja. Um die richtige Balance zu finden oder das Ja. Gleichgewicht mit diesen Emotionen. Aber das sind Emotionen, die oft zu einfach Schmerzzuständen führen, Ja. vor allem im Rücken und im Nacken und so weiter, aber auch andere Plätze. Deswegen ist da ist irgendwie, ja, da geht es hier direkt zur Wirbelsäule, weil es oft eben ist es der Rücken. Ja. Eine Frage. Ja. Entschuldigung. Die Enttäuschung ist doch jetzt hier bei 100. Aha. So. Jetzt ist doch der Mensch hundertprozentig total enttäuscht. Soll ich das jetzt behandeln, damit er wieder Ja, zurückkommt? natürlich. Ah ja, klar. Ja, das ist eine extreme Nummer. 100 ist extrem. Ja, 100 Das ist nämlich allein. wirklich total extrem. Ist total Ja, das würde extrem. ich auf jeden Fall behandeln, Insofern natürlich. sollte das auf jeden Fall in die Ja, Behandlung. auf jeden Fall. Ja. Und Oder auch in diese Waghalsigkeit, ne, mit 82 ist ja auch relativ hoch. Ja.
Ja. Das würde ich, also ich jetzt würde das auch noch dazu nehmen, auf jeden Fall. Ja, aber die Energie waghalsigkeit, ja? Ich bin jetzt Ja. energetisch waghalsig. So, ich bin jetzt auf 180, also ich kann jetzt alles erreichen, ja? Warum soll ich das jetzt runterbringen, wenn ich jetzt hergehe? Ich meine jetzt nicht, dass ich mich vom Turm schmeiß, sondern dass ich hergehe und sage jetzt zu meinem Chef, ich habe was Neues vor. Ja, waghalsig ist ja auch so, dass du, dass man leichtfertig irgendwie was macht, wo vielleicht nicht richtig ist. Ne? Das ist etwas hoch. Es sollte ja irgendwie 50 sein, optimal. Ich meine, wenn es jetzt 60 wäre oder 65, würde ich da nichts machen. Auch nicht mit der Angst. Wäre ein Moment. Da Aber würde ich es ist jetzt auch jetzt nicht. nichts tun. Nee, nee. Also die Enttäuschung und die Waghalsigkeit würde ich jetzt behandeln. Dann den Ärger, die Und Aggression und die die Impulsivität. Verwirrtheit. Verwirrtheit ist auch, wäre auch wichtig, ja. Verwirrtheit, ja, Verwirrtheit, genau. Mit drei. Ja, es kommt ja, also bei mir ist ja auch immer eine Entscheidungskraft ist, wie viel Zeit habe ich, wie viel Zeit kann ich Ja. jetzt auf diesem Panel verbringen. Also deswegen nehme ich immer normalerweise die größten Extreme und dann mache ich weiter mit was anderem, ja? Je nachdem, was sonst noch gemacht werden muss. Also mehr als 30 Minuten oder so würde ich auf keinem der Panels verbringen. Ne? Da muss man dann, kommt man wieder an einem anderen Tag wieder zurück und macht es nochmal. Oder macht was anderes. Okay, Michael, also das ist jetzt deine Behandlung. Mal gucken. Ich glaube, jetzt ist es nicht alles 11, 20. Sie verstehen das schon mit unten und oben. Ne? Das sind jetzt zum Beispiel alles 0. Das hat also keine Reaktion. Das war im der Gen hier, Kagner 1. G, der war in der Behandlung. Okay. Darf ich noch was fragen wegen der Gene? Bis zu welchem Wert würde man gehen, wenn man in den unteren Regionen schaut? Jetzt bis 15 oder 20 oder nur bis 8? Oder kann man da so pauschal irgendwie was sagen, so grob? Ja, also meine Einstellung ist, dass es kommt darauf an, je mehr Gene Sie auf einmal behandeln, desto niedriger ist der Fokus. Ne? Wenn Sie jetzt nur einen Gen behandeln, der zum Ja. Beispiel hat mit dem Immunsystem zu tun, dann ist es ein guter Fokus. Ne? Dann ist es die Frequenz ist gerichtet auf einen Gen und der Gen resoniert dann. Es funktioniert besser oder tiefer, wenn nur ein Gen gemacht wird, anstatt von 10. Aber im Prinzip, also in meiner Erfahrung läuft es so, wenn jemand solche Behandlungen noch nie gehabt hat, am Anfang nur ganz wenig Gene reinmachen. Und dann je mehr Behandlungen, die sich hinter sich haben, je Ja. mehr Gene kann man dann in so ein Basket reintun, in so ein Custom Treatment. Aber Ja. wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein TP3, Ein Tumor genau, Suppressor Gene. Ein Tumor oder dieser Suppressor Gene. HER2 Gene, dieses HER2. Die Show-Methode noch gar nicht erwähnt, aber also wenn man von vorne anfängt, mit jemandem neu anfängt, die Show-Methode hat sich entwickelt aus. Indem ich von vielen Leuten, die ihre genetischen Testresultate angeguckt habe und realisiert habe, dass die ganzen Nahrungsmittel, die wir jeden Tag zu uns nehmen, haben gewisse Gene, die ihren Stoffwechsel kontrollieren und managen. Und hier sind die alle, ne? Und wir haben Mutationen, wir alle haben Mutationen in gewissen. Ja, wir haben alle Tausende von Mutationen, aber die fundamentalsten sind in diesen Grundnahrungsmitteln, ne?
Und damit muss man anfangen, damit kann man anfangen. Die ersten 10 Behandlungen einfach nur mal durchgehen mit den ganzen, ne, das ist Vitamin B-Komplex und dann die zusätzlichen Behandlungen hier rein, ne, die Verdauungssäuren und die und so weiter. Ne? Und dann den Quick Cycle, weil ein Mechanismus des Körpers. Wie heißt das? Ein Verteidigungsmechanismus ist einfach Frequenzen zu ignorieren. Der Körper muss mit so vielen Frequenzen sich umgeben, jeden Tag, ne? Tausende. Im Moment nur, die ganzen elektromagnetischen Felder hier. Also wir haben ein sehr starkes Potenzial, Frequenzen zu ignorieren. Das geht relativ schnell. Also wir müssen dann ganz schnell eine Entscheidung machen. Hier ist eine Frequenz. Tue ich die ignorieren oder tue ich mit der epigenetisch umgehen und was machen? Und die Mehrheit wird ignoriert, ne? Und das ist natürlich auch für diese Frequenzen so, die wir im IMED in der Software benutzen. Und dieser Quick Cycle hier, dieser Quick Cycle, der tut das umgehen, weil es sich dauernd ändert. Das Feedback ändert sich dauernd. Es bleibt nicht immer die gleiche Frequenz. Deswegen sind nicht alle diese Geräte gleich. Also je mehr sich das ändert, Konstanz und dann zykliert, desto tiefer geht die Behandlung und bleibt dann auch. Okay. Aber wir tun jetzt mal mit der Angelika diesen der Comprehensive machen wir da oben. Ja, das ist schön, dass die Erklärungen jetzt da sind, Angelika. Das ist natürlich sehr, Ja, sehr, 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 sehr hilfreich. ein Und großer Teil. Es geht weiter. es geht weiter. Das sind die, die schon fertig Ja. sind. Okay, Ja, es also ist mehr fertig. diese Datenbank hier ist etwas mehr einfach pragmatisch. Nährstoffe, Chemikalien, Bakterien, Viren, Sachen, die halt jeden Tag, die sehr häufig vorkommen. Aber das Prinzip ist dasselbe. Wir wollen oben gucken und unten gucken. Und also, wenn wir nach Viren gucken und nach Bakterien und Parasiten und Allergien, dann gucken wir oben im Resultat. Wenn wir nach Enzymen gucken, die nicht funktionieren und Gene, die nicht funktionieren, dann gucken wir unten im Resultat. Okay? Also das ist wichtig, das zu verstehen, dass wenn eine Bakterie ganz unten ist, das ist ja gut, die hat nicht resoniert, die ist nicht da. Also die braucht man nicht behandeln, das wäre eine Zeitverschwendung. Man kann da wenig Schaden anrichten, aber es ist eine Zeitverschwendung. Also wir wollen, dass die ganzen Viren und Bakterien unten sind und die ganzen Gene und Enzyme oben sind. Und dann ist der Körper gut am Arbeiten. Und wenn Sie das so, also ich sehe das ja an meinen Patienten, aber auch an mir selber, dass mit der Zeit, wir haben ja so viele Infektionen. Es ist ja, also der Körper muss mit über 60.000 verschiedenen Pathogenen sich abgeben, jeden Tag, in 24 Stunden. Ne? Die Leute, wir haben alle Hunderte von chronischen Infektionen. Es ist ja nicht nur eine oder zwei oder fünf. Hunderte von chronischen Bakterien, chronischen Viren vor allem sind sehr gefährlich und Parasiten und Pilze und okay. Und man kann die nicht alle auf einmal loswerden. Im Gegenteil, wenn Sie jetzt mal angucken, zum Beispiel, also was der Körper tut, sagen wir mal, Sie haben jetzt Corona gehabt vor 3 Monaten, ja, okay? Und auf dem Höhepunkt der Infektion hatten Sie Hunderte von Millionen von diesem Virus im Körper, okay? Und jetzt hat das Immunsystem die alle getötet und ne, sie sind jetzt wieder, sie haben sich erholt, Corona ist vorbei, sie waren eine Woche krank, jetzt ist es wieder besser. Was passiert jetzt mit den 300 Millionen Viren?
Die haben ja, ne, 80, 90 Gen, Komponenten für ihren Gen, Identität. Das sind ja alles Proteine, die müssen ja, die gehen ja nicht in irgendwie, wie sagt man da auf Deutsch? Die verschwinden ja nicht einfach nur im, in Englisch sagen sie im Smoke, im Rauch. Die müssen aktiv entgiftet werden, okay? Und das geht unter Umständen gar nicht so schnell, weil, hier, ich bin mir sicher, es ist bei euch auch so, da ist ja jetzt die Grippe ist da, der Respiratory Syncytial Virus ist da und die Leute sind ja alle krank. Und die 300 Millionen Coronaviren, die sind noch nicht alle entgiftet. Was der Körper tut, er tut sie sequester. Er tut die in der Leber abstellen oder ablagern, bis er dann irgendwann mal Zeit hat, das abzubauen. Okay? Deswegen muss man sich immer, also die Leber muss man gut behandeln, immer ein bisschen anspornen zu entgiften und zu abzuladen und den Rest rauszubringen, der da abgelagert wird oder wurde. Okay, also wir haben jetzt hier ein Resultat, rechtsklicken, ne? So, das ist ein Schimmelpilz. Saure Sahne ist saure Sahne ist ein Milchprodukt, Erdnussöl ist ein Fett, Hörnerv, Aminosäuren. Hier ist noch ein, das ist ein Pilz, aber das ist ein Schimmelpilz. So, jetzt das Estriol, das gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, warum das da ist. Das kann natürlich ein Mangelzustand sein, es könnte aber auch ein, also ich weiß nicht, Angelika, tust du irgendwelche Cremen mit Estriol. Nein, ich nehme nur deine chinesische Medizin noch. Okay. Also brauchst du vielleicht das. Das würde dir vielleicht gut tun, so ein Estriol, so ein ja. So, also ich würde. Östrogen. Ja, Estriol, das ist in der Estrogenfamilie, aber das ist das gute Estrogen. So. Jetzt vielleicht kann ich euch noch schnell was zeigen. Also wenn wir jetzt, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Wir wissen nicht, ob das ein Mangelzustand ist oder ob das, sagen wir mal, ein Entzündungszustand ist. Ne? In anderen Worten, was wir jetzt rausfinden wollen, ist, sollte die Angelika Estriol-Creme auftragen oder machen. So. Dann tun wir das highlighten, ne, und gucken dann Check Single Item, where is, oh, Einzelwerte. So, 55. Also ist es nicht wert, da den Kopf zu zerbrechen. Das ist relativ in der Mitte. Okay, so was mir jetzt noch auffällt, ist also ein Virus hier unten. Ein Virus, wo war er? Da und da. Tun wir die zwei rein. Das ist ein Parasiten. Also immer die Pathogene immer reintun. Da braucht man nicht analysieren, wo habe ich das aufgelesen und wann und wie und was. Einfach rein. Weil das ist zu kompliziert. Das, wie ich gerade erklärt habe, die Infektionen, die gehen nicht nur. Das Corona ist nicht vorbei, weil sie sich jetzt wieder besser fühlen. Das ist unter Umständen, also die chronischen Infektionen sind ein großes, großes, großes Problem. Und die Mediziner, die tun da überhaupt nicht aufpassen. Aber die Sache ist die, man kann nicht alles zusammen behandeln.
Okay, ich habe jetzt als Gruppe die Pilze und die Pilze und Schimmelpilze entschieden. Okay, aber ich sehe auch hier ist Erdnussöl. So, die Bioflavonoide, das sind natürlich, tun wir die mal rein als eine Allergie. Okay. Das Wessenöl und da war noch ein Öl. Also irgendwie Fat Digestion, Fettverdauung ist ein Problem. Ich glaube, da war noch Stimmt eine. wahrscheinlich, ja. Ja, also das Ich esse heißt, sehr wenig Fett. du hast aber noch deine Gallenblase. Ja. Okay, das ist gut. Also tun wir das mal rein. Also wir tun also einfach Pilze und Öl und Fett. Okay. Gut, So, danke. also das sind Sachen, da gucken wir oben danach. Ja. So, gewisse Sachen sind einfach Markers, eine Blutgruppe AB ist sehr unwichtig. Der Hörnerv weiß. Okay, Aminosäuren wäre vielleicht auch wichtig, aber wir haben schon zwei verschiedene Gruppen drin. Wir haben Pilze drin und wir haben Fett oder Öl. Das ist genug, ne? Weil wir wollen schon einen Fokus, wir wollen nicht zu allgemein werden. So, jetzt bin ich gerade hier nach unten, gell? Hier runter ans andere Ende. Und was haben wir da? Natur, das ist ein wichtiger Gen. Denn der Tollrezeptor, aus Erfahrung weiß ich, dass der selten angepeilt werden muss. Also der tut das Immunsystem fein regulieren. Einzelne Transmembrane Reparation auf der Zelloberfläche, die eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung der angeborenen Immunantworten, Gram-positiv, Pilze, Mücken und so weiter, spielen. Naja, da wir an Pilzen arbeiten, vielleicht tun wir den rein. Okay. Okay, wir tun ihn rein. Ingwer, Mais, so das wären Allergien, die wären oben. Wir gucken nach denen oben, okay. Das ist ein relativ wichtiger Gen. CARD9 weiß ich nicht so sehr. Das reicht vielleicht. G-Protein-Coupled Receptor. Oh, hier, TP53, ganz wichtig. Ja? Das ist also ein Tumor-Suppressor-Gen. Krebsverhinderung ist immer ganz oben in der Liste. Okay. 1, 2, 3, 4 Gene. Genug. Gut. Gut. Okay. Ups, Entschuldigung. Okay, gehen wir da nach oben. Okay, immer, Sie können da immer einfach alle reintun. Alle reintun. So, das Schöne an diesem Panel hier ist, dass wir den Quick Cycle haben. Alright, jetzt geben wir dem Ganzen mal 5 Minuten. So. Oh, Moment, jetzt tue ich das mal wieder. Ich muss das jetzt schnell schließen. Okay. Das ist immer so eine Frage, okay. Ist das ein Mangelzustand? In anderen Worten, könnten Sie einfach ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Oder ist es eine Allergie? In anderen Worten, kann der Körper es nicht metabolisieren oder, ja, metabolisieren? Okay, also wenn die Nummer hoch ist, so wie hier, das Thymin, das ist eine Aminosäure, das wäre wahrscheinlich eine Allergie. Wenn es niedrige Nummer sind, ist es ein Mangelzustand. Okay, also Lithium und Jod und Kalium und Phosphor und ebenfalls Vitamin B1 und B2 und Bioten. So, das wären Mangelzustände. Da wäre am einfachsten wahrscheinlich einfach ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, ein Vitamin. Die hohen Nummern, ich meine, bei Chlor ist es verständlich, das ist ja ein Toxin mehr als Mineral.
Aber auch das ist, es gibt ja dieses, wie heißt das Mittel? Chlorindioxid. Chlordioxid, CDL. Ja, wie heißt es nochmal? CDL, Ja. Chlordioxid vom Kalker. Chlorindioxid, genau. Also sogar mit Chlorin oder mit Chlor, ne, ist es nicht einfach. Ich meine, Chlorin ist im Prinzip toxisch, aber in gewisser Form kann es hilfreich sein, zum Beispiel mit diesem Chlorindioxid. Dasselbe ist auch mit dem nicht Molybdenum. Vitamin B12, oh, Cadmium, wo ist das Cadmium? Carbon, Calcium, Antimon, Kobalt, oder ist es Kobalt? Oh, Kobalt. Vitamin B12 ist ja Cobalamin. Also Kobalt ist ja toxisch, das ist ein Heavy Metal, aber es ist als Atom im Molekül von Vitamin B12 drin. Na, insofern, deswegen ist es noch hier drin. Ich habe es auch drin gelassen in der neuen Version, weil es eben, aber das ist ein Trace Mineral. Wir brauchen ganz, ganz wenig davon, nicht viel. Zu viel und es ist toxisch. Aber da tut man halt wieder seine Erfahrung. Ne? Also Lithium und Jod, das sind natürlich Nährstoffe, die wichtig sind, Kalium und Phosphor, die kann man einnehmen. Man würde Chlor nicht einnehmen, man würde auch Kobalt nicht einnehmen. Aber man müsste es unter Umständen die entgiften, wenn es zu viel wäre. Ne? Dann könnte man zum Entgiftungspanel gehen. Also die Interpretation von den Nummern ist ganz wichtig und ich hoffe, ich habe das ein bisschen klarer gemacht heute. Ich hoffe, Sie wissen alle, die Webseite ist ein bisschen schwierig mit den verschiedenen, also was die Seminare angeht. Sie kriegen wahrscheinlich auch ab und zu E-Mail in Englisch. WhatsApp ist eine gute Möglichkeit, mit mir direkt zu kommunizieren. Das ist okay.